befinde mich mitten im Herzen von Basel, am historischen Marktplatz vor dem Mövenpick-Restaurant Brasserie Baselstab. Warum das kleine Stück Frankreich nach 20 Jahren immer noch so beliebt ist, das erfahren Sie jetzt. Kommen Sie mit. Ich stehe neben dem Geschäftsführer der Brasserie Baselstab, Daniel Siegenthaler. Herr Siegenthaler, was ist so speziell an dieser Lage hier mitten in Basel? Einzigartig ist sicher, dass das historische Haus hier mitten in der Stadt, vis-à-vis vom wunderschönen Rathaus. Von der Lage sonst ist es sehr praktisch für Geschäftsleute am Mittag hier. Unbedingt. Wir haben die Tramstation direkt vor dem Haus. Und auch sonst ist man in wenigen Minuten überall, wo man muss sein. Eine Mövenpick-Spezialität ist sicherlich der Klassiker, das Beef Tartare. Was für kulinarische Highlights bietet Sie da? Wir haben natürlich den Klassiker bei uns auf der Karte. Auch in der Royal-Ausführung ganz etwas Wunderbares. Aber sonst sind wir natürlich spezialisiert auf unsere Brasserie-Spezialitäten. Gehen wir doch gerade mal schauen. Kommt der feine Selo del Rey auch vom Mövenpick-Weinkeller? Jawohl, das ist unser diesjähriger Jahreswein, den wir von der Mövenpick-Kellerei bekommen. Neben denen haben wir ein wunderschönes Sortiment. Sie haben hier eine grosse Auswahl an Spezialitäten. Neben den Klassikern, was würden Sie mir empfehlen? Ganz klar etwas von unserer Brasserie-Karte. Da haben wir unter anderem Coco-Vin nach Grossmuttersart, kombiniert Entenschenkel mit Orangensauce. Aber empfehlen würde ich sicher den Suchabis. Dann nehme ich das natürlich. Wunderbar! Das reichhaltige Buffet bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Salaten. Den gehe ich jetzt gleich probieren. Ich habe in Ihrem Menü gelesen, dass Sie auch einen Catering-Service anbieten. Jawohl, neben unserem Inhouse-Bankett haben wir auch ein grosses Angebot an Catering, wo wir vom Aperitif bis zum Menü alles servieren. Jetzt sind wir aber hier in diesem Restaurant mit einem wunderschönen Ambiente. Ich glaube, wir probieren mal unser Essen, oder? Lassen wir es uns gut gehen. Einen guten. Guten. Nach einem frischen Salat, einem feinen Menü und einem Wein vom Jahr genießen wir jetzt unser Dessert. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und hoffen, wir haben euch lustig gemacht.